Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Die Partie Fortuna Köln gegen 1. FC Köln 2 läuft. Die Heimmannschaft von rechts nach links komplett in Rot und die Gäste komplett in Weiß. Henry Matta bringt ihn rein. Mika. Und das ist das Eigentor. 1:0 für Fortuna Köln. Unglücklich gelaufen. Aber so schnell kann es eben gehen. 7. Spielminute. Das kann natürlich positiven Flow in einer Saison bringen. Ja. Unglücklich. Sind ruhig geblieben, haben am Trainer Markus von Aalen festgehalten. Und dann konnte man sich im Laufe der Saison immer weiter steigern. Angelo Langer, schöner Kopfball. 2:0 für Fortuna Köln. Das war super herausgespielt. Angelo Langer mit einer sehr, sehr schönen Flanke. Bringt ihn damit links rein. Und dann ist es Henry Matta, der Neuzugang vom SV Lippstadt. Ajombe. Ja, sie haben auf jeden Fall Platz, aber können diesen hier gerade noch nicht nutzen. Ja, und Sponsel wieder mal aufmerksam. Und das ist ein brutaler Fehlpass. 3:0, Henry Matta. Ja, ich will nicht sagen, Vorentscheidung ist viel zu früh im Fußball, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein dickes Brett für die U21 des 1. FC Köln. Und dann auch noch nach so einem Fehler. Und den machst du dann natürlich als Henry Matta, wenn du eben schon diesen Kopfball reingemacht hast. Kegel. Sehr guter Ball von der Nummer 10. Vattarello. Dann verpasst Marvin Mika. Und der Pass eben, der kam von Danny Breitfelder. Aber jetzt erstmal vorne die Aktion. Und Marvin Mika macht ihn nicht rein. Hat er ja doppelt getroffen. War sicherlich auch etwas Besonderes für ihn. Jetzt geht die Post auf der anderen Seite ab. Najombe. Hinten winkt der neue Mann am Tor vorbei. Seit 2 Saisons bei Waldhof Mannheim gewesen und jetzt wieder zurück. Eine schwere Verletzung gehabt letztes Jahr. Justin Diehl jetzt. Latte. Pinto. Alles noch heiß. Najombe. Und auch da hat man wieder gesehen, was der Junge für eine Klasse hat. Georg Strauch für ihn nun drin. Justin Diehl ist das abgezockt von der Kölner Sturmhoffnung, wollte ich schon sagen, aber nicht für die Profis, aber das macht er natürlich trotzdem abgezockt und er lässt hier auf jeden Fall aufblitzen, warum man ja seinen Namen schon in seinem jungen Alter kennt. Der U19-Pokalsieger
Richtig cool gemacht von Justin Diehl. Stark weitergeleitet und dann Dimbu. In Unterzahl das noch irgendwie zu wuppen. Für die Jungböcke. Ah, schön gemacht von Batterillo auf Breitfelder. 4:1. Entscheidung. Fortuna Köln holt die ersten 3 Punkte der Saison. Sehr schön weitergeleitet von Batterillo. Und dann ist es der Neuzugang von Steinbach. Heiger, dann ist es Danny Breitfelder. Ja, der wird noch seine Zeit brauchen. Bis er wieder der Alte ist. Boah. Latte von Stanilevic. Ja, 5:1 wäre jetzt schon sehr hart. Ja, da wird auf jeden Fall Konkurrenzkampf vorhanden sein. Das war letztes Jahr teilweise auch ein Problem. Aber auch natürlich viele Verletzte. Und dann wird man sehen, wo die Reise hingeht. Für Fortuna Köln. Jetzt nochmal. Und das 5:1. Und das ist Leon Demay. Willkommen zurück. Nach extrem langer Verletzung und noch einem Rückschlag in der Vorbereitung belohnt er sich jetzt mit dem 5:1. Schöne Geschichte für ihn, schöne Geschichte für Fortuna Köln, aber sicherlich auch ein bisschen hart für die Jungböcke des ersten FC Köln. Die hat das hier auf jeden Fall kalt erwischt. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.